Na, ich bin noch gesperrt. Aufnahme läuft wieder. Okay. Was ich doof finde, ist, ich habe vorhin ein paar Granatenkills bekommen, trotzdem keine Spielersuchorden für Granatenstark. Also keine Spielersucherpartien Granatenstarkorden. Verdammt, ich bin noch gesperrt. Siehst du, wie lange du gesperrt bist? Nein. Kommt nur Achtung, ein Spieler ihrer Party wurde vorübergehend für die Spielersuche gesperrt. Ist doch normalerweise immer nur so ein, zwei Minuten, oder? Denke ich, ja. Aber es wird wahrscheinlich ich sein, weil bei mir ist das Spiel hängen geblieben. Ich muss das ja abschießen. Naja, ich mash da einfach drauf, solange bis es geht. Beziehungsweise ich nehme ihn nochmal kurz mit raus aus der Lobby, dann gehen wir nochmal rein in die Lobby. So. Immer noch. Ja, ist irgendwie am nervigsten, wenn sowas gerade dann passiert, wenn jemand rausfliegt oder so. Oder wenn das Spiel sich aufhängt. Es war auch neulich irgendwie merkwürdig. Du erinnerst dich an das eine Match mit den Kill, mit den Teamkillern? Wo das Team sich aufgelöst hatte. Ich habe mich am Ende auch hinreißen lassen, einmal einen Teamkill zu machen, weil wenn nur noch 6 Leute von uns drin sind und aus dem anderen Team noch 2 Leute drin sind in einem 8 vs 8 Match, dann wird den Leuten ja langweilig, ne? Und gegen Ende habe ich mich dann auch mal hinreißen lassen, einmal zurückzuschießen, nachdem die ganze Zeit jemand aus meinem Team auf mich geschossen hat. Und das hat dafür gesorgt, dass ich dann danach, nachdem das Match vorbei war, erstmal aus der Spielersuche rausgeflogen bin und auch vorübergehend gesperrt war. Weil ich einen Teamkill gemacht habe. Und ich habe mich nur einmal ganz zum Schluss dazu hinreißen lassen. Also kann ich mir nur vorstellen, dass die anderen auch alle gesperrt sind. Aber wie lange denn noch? Ja, ein paar Minuten wird es wahrscheinlich sein. Na, ich werde langsam eben müde. Ich glaube, das mit Halo müssen wir sowieso dann eher später nochmal fortsetzen. Ah ja. Jetzt gerade ging es in den Kopf wieder. Bis die Sperrung gilt noch bis 4.42 Uhr. Ach ja, eine Minute. Ja, okay. Jetzt heißt es, ich wurde gesperrt. Gerade warst du es noch, jetzt bin ich's. Und du bist jetzt noch bis 4.42 Uhr gesperrt. Genau, ich bin jetzt noch eine Minute gesperrt. Das wird eine lange Zeit. Ja gut, würde Sinn machen, weil du bist ja rausgegangen, nachdem ich dachte, ich habe es abgeschossen, also etwas später, also wird deine Sperrung etwas länger gedauert haben. Jo, das macht natürlich absolut Sinn, ja. Ja, ich mache jetzt noch eine Runde, okay, und dann lege ich mich erstmal hin. Können wir später weiter zocken. Ja. Wie gesagt, ich brauche RP-Pause. Ja, und ich kann die Pause vom Halo-Video schneiden brauchen. Tja, scheiße, ne? Ja, die ich darin investiere, neue Halo-Videos zu machen. Aber ich glaube, die werde ich nicht schneiden. Dazu bin ich halt einfach. Das Ding ist, du kannst die halt echt einfach nicht alle schneiden. Und deswegen ist halt auch doof, wenn du dich jetzt da so beschränkst und sagst, ich kann kein Halo spielen, weil da muss ich ja wieder schneiden, ne? Ja, nee, ich sollte auch nicht wirklich mehr jedes Match unbedingt aufnehmen. Ich meine, ich habe mich damals dazu hinreißen lassen, weil ich dachte mir, gut, Replays sind ein geiles System. Und Halleluja. Was ich besser gefunden hätte, wäre jetzt bist du wieder raus, was? Was? Ich hatte gerade eine Einladung gesehen und hatte sie nochmal angenommen, damit die Meldung vergeht. Oh nein, jetzt kann ich nicht mehr. Ach ne, leck mich doch am Arsch, Mann. Jetzt bin ich wieder in dem Game drin und kann nicht mehr. Ach nö. Ach, leck mich doch, du warst doch gerade noch drin. Ja, aber du hast deine Einladung aufgeploppt und ich hatte sie nochmal angenommen, damit die Meldung vergeht und dann. Fuck off.
jetzt wieder beende, dann. Okay, wir lassen es. Wir machen mal. Wieder was. Sonst hätte ich gesagt, lass sie laufen. Nein, ich habe jetzt auch keinen Bock, allein zu zocken. Ja, wir machen später weiter. Was ich sagen wollte, war jedenfalls der Punkt, dass ich das Replay-System zwar super geil finde, aber ich finde es nicht geil, dass du die Replays nicht irgendwie permanent speichern kannst, sondern dass du dich entscheiden musst, will ich sie mir jetzt angucken, will ich sie mir nicht angucken. Und das setzt dich immer so unter Zugzwang, so nach dem Motto, eigentlich sind da geile Sachen drin passiert, die würde ich schon gern festhalten. Ich hab einen Mauschat drin. Ich guck mal kurz meinen Stream an, ja? Ich geh mal kurz. Ich stream mal gerade. Ich stream einfach auf Discord. Jo. Mach ich hier mal die Aufnahme zu.